Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play German Tanks mit der Maus auf Ends mit Playclaw und mit Playclaw Sound aufnehmen. Und ich wette, es wird erstens vom Spielen Let's Fail und zweitens vom Aufnehmen Let's Play Fail und drittens habe ich keine Lust mehr. Aufs Aufnehmen nicht, aufs Zocken erst recht nicht. Nee, andersherum. Eher aufs Zocken Lust als aufs Aufnehmen, weil das Aufnehmen einfach katastrophal in letzter Zeit ist. Da ich es einfach nichts mehr so ist, wie ich es haben will. Nehmen jetzt gerade wieder mit Playclaw auf, nur mit Playclaw. Nehmen euch auch den Sound auf, das ist vielleicht funktioniert es wieder. Glaube ich aber nicht, schätzen mal, man hört mich wieder nur über eine Lautsprecher. Da müsst ihr mich entschuldigen. Dafür kann ich einfach nichts und ich habe, ich glaube, die Programme vertragen sich auch einfach nicht, weil ich habe jetzt auch mehrere Male versucht, mit einem Audioprogramm aufzunehmen gleichzeitig den Sound, aber das hat einfach nicht funktioniert. Da mein Playclaw dann total am Laggen zwischendurch war. Und ja. Endlich, ey, die ganze Zeit Kitten im Arsch. Ey. Geht ja gar nicht. Okay, es wird ein Let's Fail. Dass ich jetzt gerade nicht gesprochen habe, ich musste mich konzentrieren, aber vergesse ich manchmal, dass ich aufnehme. Das ist einfach ein Fail-Team gewesen. Team. Keinerlei Unterstützung, alle haben sich aufrauchen lassen. Was macht der Bob denn da? Ja, da sieht man wieder jemand, der hat keine Ahnung, wie man Franzosen spielen soll, weil erste Regel ist, keinerlei RAM-Angriffe mit dem Teil, zweite ist auf keinen Fall RAM-Angriffe gegen Deutsche. Die Deutschen sind schwere Panzer, meistens sehr schwer vom Gewicht her und daher macht er sich selbst mehr kaputt als er den Gegner. Deswegen, oh. Deswegen hasse ich den Testserver, weil das total viele Leute sind, die einfach null Ahnung von dem Panzer. Gerade von dem Panzer. Die haben schon keine Ahnung vom Spiel. Und da haben die auch noch keine Ahnung von dem Panzer. Fahren halt zum ersten Mal. Ich habe auch nicht so viel Ahnung von der Maus. Aber ich weiß in etwa, wie ich spielen muss. Ich ramm zum Beispiel, ich mache viele Rammangriffe, weil ich der schwerste Panzer im Spiel bin. Und dadurch, wie man gerade gesehen hat, dem IS-7 schön mal 100 Damage mache durch einen kleinen Rammangriff. Und ja, sein Turm ist im Arsch. Und ich würde niemals einen RAM-Angriff mit dem Franzosen machen. Das ist das Dümmste, was man nur machen kann. Naja, ich hoffe, die Aufnahme ging einigermaßen. Das Gefecht ist jedenfalls noch ein bisschen besser als vorhin. 29 Treffer halten, das ist doch recht nice. Ich hoffe, es hat euch auch wegen dem Loose gefallen. Ich werde heute noch einige mehr Videos hochladen. Ihr müsst euch damit abfinden, dass der Sound dann so komisch ist. Wird auch erstmal so bleiben, wenn ich nichts anderes finde. Geld für einen neuen PC habe ich auch nicht. Und ja. Abonniert mich, gebt mir einen Daumen hoch und bis dann. Tschüss.